Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung Dell Mobile Print vorstellen. Das ist eine Drucker-Suite, die man sich runterladen kann, kostenfrei im Android Play Store. Und damit kann man dementsprechend vereinfacht Dokumente drucken. Und zwar hier Wireless. Man braucht dafür für die Dell-Anwendung in diesem Falle natürlich einen Dell Wireless-Drucker. Das ist, denke ich, klar. Die kann man oben rechts auswählen. Ich habe hier derzeit zwar keinen, aber trotzdem ist das natürlich dementsprechend möglich. Man muss im selben WLAN-Netzwerk sein und kann sich dann ganz einfach damit koppeln. Es gibt jetzt hier auf der Startseite einige Möglichkeiten, unterschiedliche Dokumente einfacher zu drucken. Zum Beispiel gibt es hier Office-Dokument drucken, PDF-Dokument drucken, vom Browser drucken oder auch von Galerie drucken. Ich denke, die Namen sind meistens selbsterklärend, aber wir wollen euch mal ein paar zeigen, zum Beispiel Office-Dokument drucken. Hier werden dann einige Dokumente geladen hier, die sich auf dem Tablet befinden. Da sind einige mit dabei und da hat man dann dementsprechend die Möglichkeit, einen zu öffnen und schon wird das dann dementsprechend ausgedruckt. Gehen wir aber mal auf zurück. Es gibt hier auch zum Beispiel PDF-Dokument drucken. Dann werden nur PDF-Dateien hier angezeigt. Das ist, denke ich, relativ logisch. Im Bereich von Galeriedrucken ist es, denke ich, klar. Da sind ja diverse Fotos in eurer Galerie, die man dann hier dementsprechend drucken kann. Es gibt aber auch hier zum Beispiel die Möglichkeit vom Browser drucken. Und das ist eigentlich, wie ich finde, das Interessanteste und Beste, weil das ja sonst im anderen Browser mit Chrome mobil nicht ganz so gut möglich ist. Man hat hier also wirklich einen vernünftigen Browser. Gehen wir mal auf Welt.de. Welt.de. Ach, da müsste man natürlich erst die andere URL entfernen, ist klar. So, Welt.de. So, die Seite lädt. Und ihr seht schon, ihr habt jetzt hier so einen kleinen Browser drin. Könnt dann hier die Artikel, die ihr euch zum Beispiel mal ausdrucken wollt, um sie abzulegen oder was auch immer, anderen Leuten zu zeigen etc., habt dann hier unten in der Mitte den Druckenknopf, wenn die Seite vollständig geladen ist. Und dann kann man hier ganz einfach den Druck starten. In diesem Falle funktioniert das natürlich nicht, weil hier kein Drucker in der Nähe ist. Aber jetzt hat man natürlich an der Seite noch ein paar Informationen, Druckoptionen, die man hier einstellen kann. So kann man hier zum Beispiel den Druckbereich auswählen, Anzahl der Kopien, Farbe, Papierformat, man kann es sortieren und so weiter. Insgesamt auf jeden Fall eine coole mobile Anwendung. Das gibt es zwar von anderen Herstellern auch, aber ist natürlich immer eine schöne Ergänzung, sowas zu haben. Und gut, dass das auch von Dell angeboten wird. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.